Hallo zurück auf dem roten Sofa und dem GMK Forum 2019. Ich sitze jetzt neben Jens Loubardet. Sie sind Schriftsteller und auch Journalist. Und ich glaube, diese Woche war ziemlich aufregend für Sie, oder? Denn am Montag ist da etwas erschienen, das ich hier schon auf dem Sofa sehe. Ja, tatsächlich schon letzte Woche Montag ist mein neues Buch rausgekommen. Ja, am 11. Transfusion. Ja, da waren zwei Termine, der 4. und der 11. Ich war auch selbst ganz verwirrt. Okay. Aber ist ja gut, wenn es zweimal rauskommt, dann ist... Ja, umso besser. Ist ganz frisch erschienen, Transfusion. Ja, es sieht etwas gruselig aus. Es geht vermutlich um Bluttransfusion. Ja, es geht um Bluttransfusion. Weil es ist, Und um Alzheimer und um die Heilung von Alzheimer und um Ausbeutung von indischen Kindern und um Lebensverlängerung gibt es auch noch. Will nicht zu viel verraten. Aber das ist da alles drin. Okay, und sind medizinische Themen so generell, also haben die immer schon ihr Interesse geweckt? Ja, also als Journalist mache ich ziemlich viele Wissenschafts- und Technikthemen, auch medizinische Themen und so alles rund, also so meine Leib- und Magenthemen sind so Klonen, Gentechnik und Pharmakonzerne und ja, und Alternsforschung finde ich auch sehr, sehr spannend. Okay, was gibt es da so in der Da wird gerade sehr, sehr viel geforscht und da gibt es auch Fortschritte. Und dass man länger lebt. Dass man länger leben kann tatsächlich, also dass man den Alterungsprozess verlangsamen kann, dass man also sozusagen länger jung bleibt und vielleicht mal Altersgrenzen von 150 Jahren erreichen könnte. Mhm. Also gibt es ganz Würden spannende Sie das Forschung. Gerne? 150 Jahre ich selber 150 Jahre alt werden. Könnte man noch einige Bücher schreiben? Das stimmt. Also es würde unsere Gesellschaft total verändern. Man könnte mehrere Karrieren machen, man würde seine Urenkel kennenlernen, man könnte mehrere Familien haben, solche Sachen. Aber wir würden dann auch über die Rente mit 130 debattieren. Und also ich fände es schon spannend, ja. Einfach weil ich neugierig bin und wenn man mal 150 Jahre zurückguckt, wie die Welt da noch aussah. Was sich alles getan hat, das würde ich schon gern sehen, wie das Leben im Jahr 2130 aussieht oder so. Ja gut, da würde ich auch nicht Nein sagen. Aber es kommt auch darauf an, wie gut man beieinander noch ist. Ne? Also unter als Gesellschaft der, oder? Nee, auch persönlich. Okay. Ne? Also wenn, wenn man noch bei guter Gesundheit ist, dann würde ich es wohl machen. Ja. Mhm. Ja. Und ist für Sie Science Fiction so eine Möglichkeit ein bisschen, so in die Zukunft so zu greifen, sich zu überlegen, wie wäre es? Ja, absolut. Also ich habe ganz häufig bei meiner journalistischen Arbeit, wenn ich mit Forschern spreche oder über Neuentwicklungen, Erfindungen schreibe, dann frage ich mich oft, was wird das mit uns machen in 10, 20 Jahren? Also manchmal hat man ja wirklich so das Gefühl, das könnte richtig groß werden, das könnte wirklich alles verändern. Also im Moment sehe ich das bei Gentechnik, da passiert auch schon sehr viel. Wir reden alle immer so über künstliche Intelligenz. Ich finde, wir sollten eher über Gentechnik reden, also weil das findet jetzt statt. Mhm. Künstliche Intelligenz ist so eine Debatte, was könnte mal so in 10 Jahren sein. Und findet auch schon statt, aber so richtig intelligent sind die Systeme noch nicht. Aber tatsächlich, was bei Gentechnik so das, was Sie sehr interessiert? Also da gibt es zum Beispiel eine neue Technologie, die heißt CRISPR. Mhm. Und das weiß noch gar nicht so jeder. Und mit der ist es so einfach geworden, ins Erbgut einzugreifen. Mhm. Das ist so, das können Kommt selbst... Kommt das auch in dem Buch vor? In meinem zweiten Buch, Neandertal, kam es tatsächlich vor. Und das Problem ist, vorher konnte man auch schon genetische Eingriffe machen, aber das konnten nur Experten. Mhm. Und das war ein kleiner Kreis von Leuten, der auch überwacht wurde und alles reguliert. Und jetzt hat man richtige Bausätze und man kann im Internet Bausätze ordern und kann zu Hause seine Bakterien verändern und, was weiß ich noch alles. Also gibt es eine regelrechte Biohacker-Szene, die so sich bildet und das ist überhaupt nicht abzusehen, was da alles kommen wird. Und berichten Sie darüber auch journalistisch? Ja. Und gehen Sie dann in diese Gruppen rein, diese Biohacker oder Biohacker? Ja, ich habe zum Beispiel einmal einen Text gemacht, weil hier ist es, oder es war noch nicht mal verboten, weil die Politik hechelt solchen Sachen auch hinterher. Gesetzgebung da. Da hat einer in Kalifornien einfach so einen Bausatz wie so einen Chemiebaukasten für Gentechnik einfach verkauft für $150. Und wir haben das, ich habe es mit einer Redaktion zusammen gemacht, ich habe den bestellt, um einfach zu gucken, was man damit machen kann. Mhm. Und er hat versprochen, dass man damit
seine eigenen Bakterien gentechnisch verändern kann. Und ich habe es probiert, ich habe es nicht hingekriegt, aber es wäre schon theoretisch möglich. Und naja, angesichts all der Antibiotikaresistenzen, die wir ohnehin schon haben, wäre das wirklich nicht schön, wenn jetzt jeder noch seine eigenen Bakterien manipuliert und in die Umwelt entlässt, ins Trinkwasser am Ende noch. Ja. Und haben Sie schon jetzt Richtung, also ich meine, gerade ist das raus, kann man natürlich erstmal genießen, wenn so ein Buch fertig ist und dann auch veröffentlicht. Aber haben Sie da schon so neue Zukunftsideen, die Sie... Ja, ich habe schon eine Idee für Buch 4. Da wird es das kann ich vielleicht schon verraten, ums Thema Klonen gehen. Journalistisch habe ich das auch, das ist das Schöne dabei, wenn ich journalistisch über ein Thema schreibe, dann recherchiere ich das und die Recherche kann ich dann auch für den Roman verwenden. Ich war jetzt gerade zum Beispiel in Südkorea, da gibt es eine Klinik, da kann man seinen toten Hund klonen lassen. Also man kann der Leiche des Hundes Gewebe entnehmen und man hat dann 5 Tage Zeit, so lange leben die Zellen noch, also wenn der Hund gerade gestorben ist. Und dann kann man... Dann fliegt man schnell rüber. Oder? Entweder man fliegt persönlich mit den Gewebeproben rüber oder man schickt sie per FedEx. Und die Koreaner klonen einem dann in 5 Monaten daraus einen Zwilling. Also ein Klon ist eine identische genetische Kopie, aber es ist ja ein eigenes Lebewesen. Und das machen tatsächlich viele Hundebesitzer. Das ist nicht ganz billig, $100.000 kostet so ein Klonhund. Aus der ganzen Welt sind da schon Anfragen? Ja, naja, die machen das schon seit ein paar Jahren. Also die haben schon über 1000 Hunde so geklont. Und ich bin überzeugt davon, dass es, also wir finden, das ist auch sehr kontrovers diskutiert. Also man braucht dafür Leihmütter, also Hundeleihmütter, denen man dann die Klone einsetzt und so. Das ist alles sehr heikel, sehr ethisch umstritten. Ja. Ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass wir irgendwann auch den ersten geklonten Mensch haben werden. Und dass vielleicht einmal Eltern, die früh ein Kind verlieren, vielleicht so in ihrem Schmerz gefangen sind, dass sie denken, sie müssten irgendwie mit dieser Technik das Schicksal rückgängig machen. Hm. Bei den Hundebesitzern ist das auch hauptsächlich die Motivation. Ein Hund lebt 10 bis 15 Jahre, ein Mensch lebt 80 Jahre. Das heißt, dieser Schmerz über den Verlust des Hundes, der vielleicht so ein Kindersatz auch schon geworden ist, treibt dann die Menschen dazu, sowas zu machen, weil sie denken, diesen Hund möchte ich einfach im Prinzip länger am Leben halten. Ne? Und ich glaube, dass das auch mal mit Kindern passieren wird. Klingt sehr gruselig, aber ich finde es spannend. Trotzdem, ich will das gar nicht so bewerten, weil sich einfach unsere ethischen Standards permanent ändern. Also wenn man mal ein bisschen zurückgeht, 40 Jahre, als die ersten Retortenbabys damals noch genannt geboren wurden, also künstliche Befruchtung, da die Kirche ist Sturm gelaufen. In der Presse wurden sie Frankenstein-Babys genannt. Heute ist es eine Krankenkassenleistung. Ja. 8 Millionen Kinder wurden so geboren bisher. Aber es ist schon so, dass Sie in Ihren Büchern dann diese moralische Frage schon versuchen, einfach da tiefer zu gehen. Und ja, schon. Aber ja, darum nie geht's bewerten mir auch. Oder wird schon, also die Journalisten bewerten ja schon wahrscheinlich gewisserweise. Na, ich finde, auch Journalisten sollten sich da zurückhalten. Also ich finde es schon wichtig, als Journalist das auch aufzuzeigen. Nee, das ist auf jeden Fall bei Protagonisten in den Büchern. Ach, die Protagonisten. Die können durchaus bewerten, ja. Aber ich bin da sehr vorsichtig auch als Autor. Ich mag das selbst als Leser nicht, wenn mir da irgendwie so ein Weltbild oder eine Meinung reingedrückt wird. Also ich möchte auch so ein Spiel sein, wo Sie sozusagen verschiedene Meinungen, verschiedene Protagonisten geben. Ja, genau, das mache ich auch. Auf jeden Fall sehr gespannt drauf auf dieses nächste Buch. Aber jetzt erstmal Transfusion zum Lesen. Sehr schön. Genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.